Zehntausende Besucher zog es am Vatertag zum Flohmarkt am Elisabeth-Fehn-Kanal in Elisabeth-Fehn. Entlang der knapp 9 Kilometer langen Verkaufsmeile herrschte dichtes Gedränge. Die Besucherparkplätze waren schon zur Mittagszeit voll besetzt. Das Marktangebot der mehr als 1800 Händler war wie in den Vorjahren umfangreich. Alte Plattenspieler, Pfannen, Puppen oder Autozubehör. Die Auswahl für die Schnäppchenjäger war groß. Urlauber und Einheimische nutzten den Flohmarkt als willkommene Pause auf ihrer Vatertagstour.